Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich einen tollen Produktivitätstipp für euch, der mir hilft, konsistent jeden Tag ein Video zu machen. Ich schaffe es leider nicht immer. Das ist ein Hund, meine Damen und Herren. Ein Hund, der bellt. Ich schaffe es nicht immer, ein Video mit Untertiteln zu machen, aber ich mache jeden Tag ein Video. Heute habe ich an mein Coaching-Programm stattdessen gearbeitet und ich kann euch schon sagen, es wird total super. Ich freue mich total darauf, dieses Coaching-Programm endlich zu starten. Und bevor ich das vergesse, möchte ich meinen neuen Förderer auf Patreon danken. Das sind Anita, Katie und Richard. Vielen Dank euch dreien. Und wenn du mehr Videos haben möchtest mit Untertiteln, dann werde doch auch ein Förderer auf Patreon. Ich verspreche euch, wenn ich über Patreon $100 bekomme, dann mache ich ein Video mit Untertiteln pro Woche. Wenn ich 200 bekomme, dann 2 und so weiter. Ja, aber ich versuche natürlich immer mehr als das zu machen. Ja? Nur weil ich jetzt noch nicht $100 erreicht habe auf Patreon, heißt nicht, dass ich aufhöre, Videos mit Untertiteln zu machen. Ich möchte euch immer mindestens 2 Videos mit Untertiteln pro Woche machen. Ja? Keine Sorge. Und das Thema, über das ich heute mit euch sprechen will, ist, wie wird man sehr konsistent mit einer Sache? Ja? Und das System, was ich benutze, ich habe einen Kalender und dort ist eine Wochenübersicht, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Statt Samstag sagt man auch Sonnabend, je nachdem, Samstag oder Sonnabend. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich habe mir eine Gewohnheit überlegt, die ich gerne machen möchte. Wie zum Beispiel, jeden Tag ein Video zu machen. Was ich mache ist, ich mache mir nach jedem Tag, wo ich diese Gewohnheit gemacht habe, ja, nach jedem Tag mache ich mir ein großes X. Okay, ich mache mir hinter jedem Wochentag ein großes X und dann versuche ich, die Folge von Xen niemals zu unterbrechen. Unterbreche niemals die Folge. Und das kannst du mit dem Deutschlernen machen. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, okay, ich möchte 15 Minuten pro Tag Deutsch lernen oder 20 Minuten oder 30 Minuten. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Und du überlegst dir, wie groß das Zeitfenster sein soll. Und dann machst du dir ein großes X hinter all die Tage, wo du Deutsch gelernt hast. Und damit wirst du die Gewohnheit wohl kaum brechen. Das ist übrigens der Hund hier, von dem ich erzählt habe. Ich bin mich gerade angesprungen. Das war der Produktivitätstipp heute. Und weitere tolle Videos werden folgen. Und ich denke diese Woche schaffe ich auch noch ein weiteres Video mit Untertiteln. Und in der Zwischenzeit mache ich ein super tolles Coaching-Programm für euch, das hoffentlich, ziemlich wahrscheinlich, nächsten Monat starten wird. Anfang nächsten Monat starten wird. Ich freue mich total darauf und wie immer, hinterlass mir ruhig ein Feedback in den Kommentaren. Und ich wollte mich auch bedanken für all das Feedback, was ich für das letzte Video bekommen habe. Ja, vielen Dank für das Feedback und ja, an alle, die mein Untertitel ist
unbedingt notwendig, ist unbedingt wichtig. Es werden noch weitere Videos mit Untertiteln kommen, keine Sorge. Und ja, viel Spaß beim Deutschlernen und viel Spaß dabei, eine neue Gewohnheit zu formen. Wie immer, wir sehen uns später. Bis morgen. Tschüss.